Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Wheel Projekt zusammen mit Martin. Hallo. Und mit Lars. Hallo. So, das erste Feld ist gleich komplett fertig. Dann das drübene Feld machen wir auch gleich fertig. Das ist nicht mehr so viel. Wie weit bist du jetzt beim Pflügen? Hälfte? Ja, Hälfte habe ich schon erreicht, ja. Okay. Wenn nicht, mache ich vielleicht nachher das mit der Feder zinken, okay, du mal wechseln oder so irgendwas. Ja, weil sonst dünge ich 4 Parts lang oder so. Ist aber auch wurscht im Endeffekt. Wie gesagt, ich spiele immer das, was ich halt mache, das was zu tun ist und fertig. Und tu dann nicht so oft herumwechseln, weil ich hasse es eigentlich. Ich weiß nicht, ich spiele lieber da genauso wie nicht am Server oder sowas oder im Spiel. Ich mache da eigentlich immer am liebsten die Arbeit, was ich gerade angefangen habe oder wo ich drinnen bin, in dem Fahrzeug. Wenn es da noch Arbeit gibt mit dem Fahrzeug, mit der Maschine, mache ich die gern zu Ende und springe gern herum. Konstant einfach mit der Arbeit, mit der Maschine. Das wird jetzt nachher beim LS15 lustig, da wir ja so viele neue Maschinen gekauft haben. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das bei den Aufnahmen mache. Da habe ich ja eigentlich gesagt, ich schaue mir jede Maschine an. Ob man da nur einen Part anschauen oder immer ein ganzes Feld oder so irgendwas, weiß ich noch nicht. Gerade bei den Gülle-Sachen, weil da werden wir ja irgendwann auf die größeren Güllefässer einfach wechseln. Weil die haben wir ja schon gekauft, nur haben wir sie nicht im Endeffekt. Haben die Kleinen noch nicht getestet. Und es ist halt, wenn du mit den Kleinen fährst sozusagen, ist es ein bisschen blöd. Beziehungsweise ob du da ein ganzes Feld dann machen sollst oder nur ein Teil von einem Feld oder sowas, bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, wie viel Dünger haben wir jetzt noch im Lager? Schauen wir kurz mal nach. Das ist das Coole beim LS13, du machst einfach die scheiß BDA auf und kannst trotzdem weiterfahren, noch nebenbei. Beim LS15, der ist schon wieder irgendwo im Pausebild hängen so ungefähr. Kalk die Maschine stoppt. Ja, Maschine stoppt, das ist das Deppert, ja. Kalk haben wir 3800, Dünger nur mit 1300. Das ist schlecht. Mit 1300 sind wir nämlich gleich am Ende. Dann kriege ich wahrscheinlich gerade das Feld, die zwei Felder auf jeden Fall fertig und die zwei kleinen vielleicht noch. Nein, nicht in den Chat hineingehen. So. Brauchst du Saatgut auch irgendwann noch? Oder schaffst du ich alles? Ich hab 8%. Ich glaube, auf dem anderen Feld brauche ich auf jeden Fall noch was. Okay, weil dann sonst würde ich sagen, halt wenn du nachher. Halt kriegst du das Feld noch fertig, komplett? Mit Vorgewende vielleicht, wird knapp, aber. Weil, wenn. Denk aber schon. Soll ich dir eine Schaufel vorbeibringen, ist auch idiotisch. Oder? Weiß es nicht. Es regnet. Wird nass. Mhm. Nicht so gut. Aber dann kann ich die gleich einmal jetzt, weiß nicht. Weil das Problem ist, wenn ich sie jetzt nachher vom Hof wegfahre und rauf zum Händler, wegen Saatgut, wegen Dünger auffüllen, ist es halt ein bisschen. Wenn ich komme, ich kurz vorbei zum Hof. Nein, machen wir mal. Ich habe jetzt noch 1300, da sollten sich 2-3 Felder noch ausgehen. Also nicht so tragisch. Und wenn die 2-3 Felder fertig sind, dann werden wir schauen, dass man, weiß nicht, wenn ich nichts mehr drin habe, dass man nachher, entweder du kommst vorbei kurz oder ich bringe da kurz eine Saatgutschaufel voll. Ich habe ja nur noch die 2-3 Bahnen jetzt und Vorgewinne. Ich glaube, Saatgut sollten wir auch fast kaufen. Halt, wir haben da zwar noch einiges, aber so viel ist es dann auch nicht mehr. Es ist so nervig, dass in die ganzen Hallen reinregnet. Oder reinhagelt. Das nervt mich. Bin ich auch nicht so schön unbedingt. Ja, du bist so halt, du machst extra die Halle auf, fährst hinein, denkst du, ja, stellst den Traktor hinein, das drinnen und dann siehst du drinnen wieder, dass der depperte Regenhagel rauskommt. Was halt meiner Meinung nach ein bisschen ja, hässlich ist. Aber das ist, ich glaube, das kriegen sie nicht einmal beim nächsten LS hin. Außer sie stellen komplett irgendwas um. Von der Engine her. Obwohl ich glaube auch nicht, dass so schnell ein LS kommen wird. Weil ich bezweifle fast, dass ein LS 17 kommt.
Ja, ich schätze, dass ich den L, halt gerade wenn es einen wirklichen, wenn es irgendjemand gibt, einmal der es schafft, dass er mal sagt, ja, er kann es besser. Und der LS kommt dann nicht gut an. Und dann müssen die im Endeffekt ja erst die komplette Entwicklung machen für das neue Zeug, was sie reinhauen müssen. Und dann wird es sich gleich nicht in den einen oder in einem Jahr oder in zwei Jahren ausgehen. Ne, wenn man sieht eben gerade mal den Fortschritt vom LS13 zum LS15. Ist meiner Meinung nach nicht viel passiert. Nicht unbedingt, ne. Leider, muss ich ehrlich sagen. Bin auch traurig, also hätten sie mehr machen können. Halt Fahrphysik ist schon geil, muss man schon sagen jetzt. Aber auch nicht so die bombastische. Halt, sie ist besser geworden als beim 13er, das auf keinen Fall. Und das Gute ist halt, dass die Maschinen endlich ein sinnvolles Gewicht haben. Und Anhänger. Wie meinst du? Na, dass die schwerer sind, dass man da nicht mit einem 50 PS Traktor ja, okay. 30 das, Kubik. Ja. Halt einfach Anhänger alle Fahrzeuge ein vernünftiges Gewicht haben. Aber was zum Beispiel schon wieder nervig ist, in dem Bezug ist, dass du 3 Meter Maschinen mit teilweise Traktoren ziehen musst, das was utopisch ist. Weil die in Splittern sonst anfangen. Deswegen denke ich mal, kommt vielleicht auch kein Klassiker DLC. Ich glaube auch, dass deswegen, sie werden es nicht hinbekommen, schätze ich. Wegen dass der Fahrphysik. Ja. Sie werden das einfach nicht schaffen gerade, dass sie das irgendwie sinnvoll rüberbekommen. Deswegen gibt es auch noch nicht, weil ich weiß nicht, wann es beim 13 rauskommen ist, aber ich glaube, es war irgendwann Februar, März herum. Kann sein, ja. Es halt kam nach dem Release, es kam relativ schnell raus. Und das ist einfach ein Back, das was viele schon noch immer wollen. Es gibt zwar angeblich jetzt einen Modder, der es probiert zu konvertieren. Na, es gibt schon Traktoren davon, die es... Ja, ja, aber teilweise ohne Funktion, halt ohne Fahrding. Die fahren dann nicht. Doch. Okay. Auch der mit 20 PS. Und all sowas. Ich bin okay. Es war etwas größer aus dem Pack, soweit ich weiß, aber hat funktioniert super. Weil da bin, das würde mich dann interessieren, wenn das mit den Maschinen dann auch funktioniert. Oder wie viel PS die eingestellt haben. Teilweise. Was ich weiß, ist gerade ein Motor dabei, der will es komplett auf sozusagen halbwegs realistisch machen, dass das wieder hinhaut, das ganze Pack, aber mal schauen. Weil ich bin da auf jeden Fall gespannt, ob da was kommt, ob das wer schafft oder ob da wer überhaupt die Laune hat. Weil die meisten wollen halt wirklich nur, das merkt man halt, die wollen große Maschinen und ja, viel Schlagkraft. Das ist eigentlich den meisten das Wichtige. Das Hocharbeiten oder so, wie es wir machen, interessieren die wenigsten. So, auf dem Feld ist Raps drauf, Raps braucht Dünger. C. Dünger C. So, dann lege ich gleich mal los. Jetzt fangen wir mal da ins Düngen an. Auf unserem neuen Feld. Ah nein, ist nicht einmal das neue Feld. Es ist ja schon das wieder alte Feld. Das neue Feld ist ja. Es ist noch immer am Pflügen, oder? Ja, hab ich mal so viel. Fette immer noch. Gib Gas, so gut es geht. Nein, kein Stress, was die machen, kein Stress. Martin ist ja auch noch nicht so weit. Ja, ich bin beim Vorgewende. Oh. Ja, wenn nicht, häng du die Federsteck kurz am Hof ab. Schnapp da die Federzinkenecke auf dem Steier drauf. Und fang an ins. Kurz hinten her Federzinken. Halt ins Ecken. Genau. Und. Ich fülle dann dabei die Federsteck auf. Halt, ich stell dann am besten dorthin zum Saatgut. Und der Lars hat in Ruhezeit, dass er pflügen kann. Ist am sinnvollsten. Ja. Weil wir schaffen. Weil es wird sich sonst ist, es wird sich halt nicht ausgehen, dass der Lars rechtzeitig vor dir fertig wird, noch mit den anderen auch. Wenn du schon am Vorgewende bist. Ja, das geht sich dann auf keinen Fall aus, nee. Also hab ich kann ich derweil nach an dem bei wenn ich keinen Dünger mehr habe, die Federstätte will auffüllen. Und sobald nachher der Lars da ist, mit den Anhängern fährt der hinauf und wir holen uns gleich einen Kalk oder sowas. Halt Kalk und Dünger. Nein, das Feld gehört hier mir nicht. Ich weiß es.
So, nächste Bahn wird gedüngt. Beziehungsweise ich kann nachher der Welt in Steyr hinauffahren. Dann kann man dort wieder schon Dünger wieder in die See, in die Düngerstreuer reinhauen. Aber die Federstätte muss halt zuerst voll werden. Das ist das Wichtige. Ja. Und es ist eh besser mit dem Steyr mit der Federzündnerke. Weil der wendiger ist. Der ist wendig, ja. Ja. Im Gegensatz von Johnny auf jeden Fall. Das mit Johnny, das magst du, brauchst ewig. Also fast schön in jede Bahn gleich hinein oder in jede zweite. Und Johnny musst wieder überlegen. Obwohl bei dem Feld ist es eh nicht so viel. Bei dem neuen. Ja. Aber das war klug, dass wir dann nicht das teurere Feld gekauft haben. Weil wenn wir jetzt kalt kaufen, eine Ladung Saatgut gleich vielleicht auch noch. Weil wie viel haben wir Saatgut noch im... warte mal. Im Silo. Noch nur 9.900. Und ich glaube, wenn man die Federstätte hat, wie viel ist Kapazität? 6.000 oder so irgendwas? Ja, knappe 6.000 waren es oder so. Dann ist das im Endeffekt ja auch voll, halt fast leer. Und dann können wir eigentlich dort wieder zwei Kipper reinhauen, die wir verbrauchen können. Weil du siehst jetzt fast, halt man sieht gleich mit einer Federstädt-Ladung fast die ganzen Felder zurzeit. Ich glaube, ich hatte 50%. Ne, ich weiß es gar nicht mehr. 50% hatte ich, glaube ich, wo ich angefangen hatte heute bald. So, aber bei dem Feld würde ich jetzt nicht mehr nochmal herfahren und das düngen, weil das ist wirklich sinnlos, dass ich da nochmal reinfahre. Das ist gerade um so einen Meter nicht ausgegangen. Dann würde ich sagen, ich bringe in Fendt gleich mal hinauf in Richtung Landhandel dort. Agravis ist das, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Dort haue ich mal einen Dünger rein, bringe den Steyr hoch, sobald die Federstätte dort steht. Bist du noch am Vorgewende machen oder bist du schon fertig? Ich bin jetzt schon auf dem Weg zum Hof. Passt. Das geht sich dann perfekt aus. Dann hüpfe ich gleich hinein. Und fülle die Federstätte auf. Und geht sich das so schön aus, dass wir da wirklich alle immer was zu arbeiten haben. Gerade. Ja. Ja, so soll das ja auch sein. Wie schnell war eure höchste Geschwindigkeit in einem Kreisverkehr? Mit einem Auto? Halt, der Martin ist noch nicht gefahren, aber Lars? Ne, ausfahren darf ich nicht. Also, ach so. Kreisverkehr, frage ich, wo der nächste ist. Habt ihr keine? Bei uns ist das so modern, halt, die bauen überall Kreisverkehre hin. Doch, einen kenne ich, aber bin ich noch nie durchgefahren, also. Halt, bei uns gibt es schon einen Verteilerkreis auch noch in Wien, aber ja. Das zähle ich jetzt nicht. Da kannst du wahrscheinlich mit 150 auch im Kreis fahren. Ja. Aber das zähle ich jetzt nicht als Kreisverkehr, das zähle ich hier als Umschlagplatz, so ungefähr, irgendwie. So. Ja. Na, ich bin, glaube ich, das Höchste, was in so einem kleinen Bahn war, einmal mit 70 durch, aber das war schon heftig. Da habe ich aber nur im Endeffekt so gerade, so eine halbe Kurve, halt ich bin gerade weitergefahren im Endeffekt, habe nur so leicht rausgeholt. Ja. Kurz der Raser. Ja, manchmal muss es sein. Es geht nicht, halt, es geht nicht immer, dass du so ganz langsam fährst. Unglaublich halt. Boah, du hast mir die Deppert hergestellt. Wie knapp willst du es noch herstellen? Soll ich es hier nochmal umstellen? Nein, jetzt brauchst du es auch nicht mehr, aber da rangiere ich ja 50.000 Mal. Ich hab das auch so hingekriegt, wo sie so stand. Ein Fendt. Ne, auch mit Steyr war das, oder? Das ist ein Fendt sicher nicht, weil für ein Fendt haben wir keinen Frontlader. Ja, also Steyr. Aber da hast nicht, na, ich glaube nicht. Wie hast du dann drinnen dreht in der Halle oder hast du da draußen dreht? Außen. Ich muss ehrlich, das Blöde ist, dass der Haufen, der passt die Kollision irgendwie nicht. Bei dem Saatguthaufen. Wieso nein? Das letzte Mal habe ich da ja aufgefüllt. Nein. Und da bist du weiter vorne gestanden, aber hast du gleich ankuppelt lassen. Ja, wir haben das erste Mal ja aufgefüllt, die Federstätte. Und da haben wir nachgeschaut, ob es eh reingeht. Ach, keine Ahnung, ist lang her. Ja, na, so lange ist das noch nicht her. Da kann ich mich noch genau erinnern. Und das bist du nicht so gestanden, bist du unten gestanden, wenn man es gleich an. Ist schon voll? Wie viel hat die drinnen gehabt? 93 Liter noch, also 2% waren es nur. Das gibt's nicht. Dann hat die nur 4000 Ladekapazität. Kann auch sein. Muss ich kurz ankuppeln.
Geht das nicht auch im Shop eigentlich? Nein! 4100 habe ich jetzt drinnen. Aber ich hab's. Oh ja, wenn die 67% ist ja vorne der Frontlader. Warte mal, kuppeln wir den kurz ab, die Schaufel. Ja, ist voll. 4050 passen da rein nur. Ich hätte glaubt, dass das mehr waren. So, dann muss ich das restliche Saatgut haben wir noch in den Bunker wieder hinein. Und dann würde ich sagen, ich fahre mit dem Steier dann hoch, davor hole ich mir noch ein Gewicht. Aber das Ganze erst im nächsten Bad, wenn es hier wieder weitergeht beim LS13 Wheel Projekt. Bis dann, tschüss. Mhm.